Mann, war das gestern spannend beim Viertelfinale für unser Star, für Baku. Ein Kopf-an-Kopf-Rennen bis kurz vor Schluss. Ja, und einmal mehr ging Roman Lob aus Rott, einem Stadtteil von Neustadt-Wied, als Favorit ins Rennen. Und diesmal hatte er für all seine Fans auch noch eine große Überraschung dabei. Er lässt sich die Anspannung nicht anmerken, Roman Lob bei der Probe. Wenige Stunden vor seinem Auftritt. Währenddessen Ankunft von Romans Band, den Rooftop Kingdom. Die Jungs sind zum ersten Mal dabei. Sie wissen, was ihr Kumpel drauf hat und trauen ihm einiges zu. Der Drops ist noch nicht gut. Nee, entschieden ist noch gar nichts, aber wir denken, er hat ganz gute Chancen, heute noch weiterzukommen. Also auch für heute auf jeden Fall, denke ich. Also ihr Plan ist, ich gewinne das Ding hier, fahre nach Baku, gewinne in Baku und komme dann wieder zurück. Also so ist der Plan von denen. Man muss natürlich abwarten, was passiert. Eigentlich ist das ja auch Romans Plan. Schützenhilfe gibt's von einem Profi. Lena Meyer-Landroth ist Backstage zu Gast. Roman ist diesmal etwas angespannt, nicht nur wegen Lena. Vor allem, weil ich ja heute auch einen eigenen Song von der Band singe. Und ich hoffe, das kommt natürlich an bei den Leuten. Weil die können ja natürlich auch sagen, ah, der Roman, dem seine eigenen Songs sind gar nichts. Also er ist so gerade heraus. Das schätze ich sehr. Weder Star-Allüren noch irgendwelche großartigen Probleme, sondern so ein Junge von einer von uns. Und einer von ihnen, den Rooftop Kingdom. Auch sie sind sichtlich angespannt. Es geht ja auch um ihren Song. Der Titel Day by Day. Geschafft. Die Band außer sich. Großartig, mein Herr. So weiter so. Danke. Vielen Dank. Die Jury begeistert. Die Zuschauer auch. Roman ist erleichtert. Diesmal war es echt knapp. Nein, so knapp war es gar nicht. Glaub's mir. Also ich war echt mit dem Gedanken dabei, dass es heute auch mal vorbei sein kann. Aber damit muss man halt rechnen in so einem Wettbewerb. Und ich wäre klar enttäuscht, wäre es nicht so, also wäre es jetzt nicht so ausgegangen wie jetzt, dann wäre es halt vorbei gewesen. Man muss sowas sportlich nehmen. Ich meine, man muss auch immer an die Leute denken, die jetzt wirklich raus sind. Ne? Sehr gut. Top. Unglaublich. Die Ruhe in sich, hat den Song so gemacht, wie er ihn immer macht. Egal, wenn wir vor 20 Leuten spielen oder vor 2000 oder vor 2 Millionen. Aber war schon ein bisschen aufregender heute, oder? Die Hölle. Große Erleichterung auch bei den Eltern. Der märchenhafte Aufstieg von Roman Lob aus dem Westerwald geht in die nächste Runde.